Ja, grüß euch. Nachdem ich so viele Kommentare und Fragen kriege zu meinen Videos übers Brotbacken mit Sauerteig, da habe ich mir gedacht, jetzt wird es einmal Zeit für ein eigenes Video, in dem ich euch 10 Tipps zum Backen mit Sauerteig gebe. Tipp Nummer 1 ist, tut's nicht wiegen. Ja, jedes Mehl ist anders. Und es saugt mehr oder weniger Wasser. Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn ihr sagen könnt, ich habe 1,2 Kilo Mehl genommen und 1,35 Liter Wasser, wenn euch dann das Brot zu batzig wird oder zu trocken. Schaut auf die Konsistenz. Es muss eine schöne Kugel geben, die man formen kann so am Leib und der muss einigermaßen stehen bleiben. Und mehr müsst ihr nicht wissen. Das ist wie wenn ihr am Strand entlang geht und euch sagt, ah, ich habe genau 80,2 Kilo. Das sagt gar nichts aus. Entweder schaut es gut aus in der Badhosen oder im Bikini oder halt nicht. Das Gewicht ist wurscht. Ja, Tipp Nummer 2, verwendet das eure Brot noch einmal. Hier habe ich in ein Körberl hineingetan, mal all die Brotkanten, die wir nicht mehr gegessen haben. Weil wenn es ein frisches Brot gibt, das ganze Haus duftet, dann mag natürlich keiner mehr so einen alten Kanten essen. Was ist es? Mehl und Wasser. Und wenn es ausgetrocknet ist, was ist dann? Mehl. Bloß halt ein bisschen geröstet. Und man kann es wunderbar wiederverwenden. Und ich brecht es immer so ein bisschen auseinander in solche Stückerl. Einfach so ein bisschen, dass sich der Mixer nicht gar so anstrengen muss. Und da schmeiße ich es da hinein. Und dann wird es mit einem unglaublichen Lärm wird's klein gehäckselt. Und danach habe ich im Grunde sowas wie Semibrösel, also Brotbrösel. Und die kann ich immer wieder ein bisschen in den Teig hineintun, zugeben und so verkommt kein Lebensmittel und es schmeckt wunderbar. Ich merke überhaupt keinen Unterschied, ob ich es neidern habe oder nicht. Diese Nicht-Profi-Küchenmaschinen haben oftmals das Problem, dass sie beim Kneten den Teig an den Rand hinbarzen. Der Knethaken nimmt Stück für Stück den Teig und backt ihn eben hin an den Rand. Und ein anderer Einsatz als der Knethaken wird nicht fertig mit diesem unglaublich schweren und pappigen Teig. Manche Einsätze, die eben bis zum Rand gehen, die verbiegen sich, die gehen kaputt. Und andere Teile, die setzen so zu, verkleben dermaßen, dass sie auch ungeeignet sind. Also außer dem Knethaken habe ich noch nichts gefunden, was funktioniert. Jetzt kann ich das zwar nicht verhindern, dass es an den Rand hin pappt, aber ich habe einen Tipp für euch, wie man es ganz einfach richten kann. Und zwar nimmt man hier den Schaber, fährt hier seitlich hinein und drückt erst einmal den Teig hier wieder in die Mitte hinein. So, als nächstes nehme ich mir hier einen Löffel Mehl und dann schmiere ich das Mehl hier, lasse es hier am Rand so herunter. Schau, ihr seht's. Jetzt, das Mehl verhindert jetzt, dass sich der Teig an den Rand hinpappt. Und so wird es tatsächlich schön untergerührt. Das geht nur nicht von Anfang an. Es hilft nichts, wenn man am Anfang ein Mehl drüber tut. Das habe ich schon versucht. Weil das Mehl rieselt halt einfach runter. Aber wenn eben mal der papperte Teig am Rand war, dann haftet auch das Mehl und dann kann der Teig so wieder wunderbar gerührt werden. Tipp Nummer 4, nehmt so ein Körberl hier, um im letzten Gärvorgang vor dem Backen das Brot nochmal gehen zu lassen. Das ist so ein Weidenkörberl,
das hat so eine ganz schöne Struktur, die bekommt auch das Brot. Es geht leichter rauszustürzen als in der Schüssel. Ich habe das in dem Video einfach gezeigt, weil ich euch beweisen wollte, man braucht kein besonderes Equipment, um ein gutes Brot zu backen. Aber so ein Körberl ist besser. Und dann bin ich auch schon gleich bei Tipp Nummer 5. In diesem Körberl bleibt immer ein bisschen ein Mehl und ein Brot übrig. Und es trocknet ein. Und das rettet euch den Hintern, wenn ihr irgendwas falsch macht mit dem Sauerteig. Damit ihr, wenn ihr ihn neu ansetzen müsst, doch noch was zum Animpfen habt. Weil da drin, das wird niemals sauber gemacht. Da passiert auch nichts, da schimmelt nichts, gar nichts. Das haut ihr einfach so auf den Tisch. Und dann habt ihr hier einen Haufen Brösel. Und in diesen Bröseln sind die ganzen Enzyme, die Bakterien, die Milchsäurebakterien, die Hefen, all das, was in eurem Brot ist, ist hier eingetrocknet und lebt wieder, sobald ihr es nass macht. Dieses Körberl, das kann euch retten. Und bloß nicht sauber machen oder so, da passiert gar nichts. Ich meine, Motten solltet ihr nicht in der Wohnung haben, die mögen das natürlich auch gern, aber ansonsten passiert da gar nichts. Das Brot ist jetzt zum letzten Mal gegangen hier im Gärkörberl und ich spüre schon, dass es hier überall ein bisschen drüber hinausgegangen ist. Und jetzt stürze ich das Brot aufs Backblech. Aber stürzen ist der falsche Ausdruck, weil es muss ganz vorsichtig gehen, damit man eben nicht die kleinen Luftblasen verletzt, die sich da durch den letzten Gärvorgang gebildet haben. Also ganz vorsichtig stürze ich das hier drauf. Und hebt das Körberl an und man sieht hier, das Brot war zu groß und es hat zu lang ist zu lang gegangen. Und deswegen drücke ich hier den Rand ein bisschen vorsichtig drunter und dann kommt es auch wieder in Form. Aber wichtig ist, dass es nicht hier oben gestaucht wird, weil es eben sonst die kleinen Blasen zerplatzt. Der nächste Tipp ist, wir machen die Kruste vom Brot ein bisschen nass. Und zwar befeuchte ich hier meine Hände und da ist ja überall Mehl drauf und die Kruste wird noch schöner, wenn ich die eben das Mehl hier ein bisschen verstreiche und einfach nur nasse Finger und dann streiche ich den Laib hier schön ein und dann wird es eine richtig krosse, ganz glatte Kruste. Manche arbeiten auch mit Dampf, aber da habe ich festgestellt, das ist ein rechter Aufwand und funktioniert auch nicht immer so gewünscht, aber hier mit dem eingestrichenen Laib, das wird eine ganz schöne Kruste. Und jetzt schneide ich den Laib auch noch an. Dann nehme ich jetzt einfach hier mein Brotmesser und schneide ganz klassisch hier ein Kreuz rein, damit hier das Brot kontrolliert aufplatzt. Dann kann ich hier auch noch ein bisschen mit dem Tuch hier das wieder trocken machen. Jetzt kann es in den Ofen hinein. Tipp Nummer 9. Den Ofen am Anfang so heiß wie möglich einstellen. Je heißer am Anfang der Ofen ist, desto krosser, desto fester wird die Kruste. Später kann man ihn dann ein bisschen runterregeln. Meiner geht bis 300 Grad und nach einer Viertelstunde drehe ich ihn runter auf 200 Grad. Also ganz heiß starten. Das Brot ist fertig. Die Kruste schaut gut aus. Schön dunkel, die Farbe stimmt. Jetzt müsste es fertig sein. Aber Tipp Nummer 9, um genau zu wissen, ob es wirklich durch ist, klopfen. Das klingt schön hohl, das Brot ist fertig. Tipp Nummer 10,
nehmt immer nur ein Biomehl. Erstens mal, niemand will Gift in seinen Nahrungsmitteln haben. Und zum Zweiten, die konventionelle Landwirtschaft gefährdet unser Wasser, unser Grundwasser, das Trinkwasser, unsere Flüsse und Seen. Weil der Nitratgehalt immer größer wird in unseren Gewässern durch das Überdüngen. Und auch die neue Düngeverordnung ist im Grunde nur ein absoluter Witz. Die Bio-Verordnung regelt das Verhältnis von Viehhaltung und Ackerland und ist deswegen für unser Wasser viel, viel besser. Und ich finde, ihr spart so viel Geld, wenn ihr das Brot selber backt, da sollte der kleine Aufpreis für Bio wirklich drin sein. Oder was meint ihr? Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Ihr wisst, normalerweise handeln meine Videos eben von Kunst und Kultur, fürs Wandern, das Malen draußen in der Natur. Ich würde mich ganz arg freuen, wenn ihr da auch einmal hineinschaut. Ansonsten abonnieren, Glöckel drücken, ihr wisst, was man macht. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt alle gesund, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!